Moin Leute, und heute möchte ich euch den neuesten Teil von Assassin's Creed mal durchgehen. Valhalla. Valhalla erscheint schon nächste Woche, genauer gesagt am 10.11.2020. Und hier in diesem Video möchte ich euch die neuesten Informationen zu Assassin's Creed Valhalla zeigen. Was ist neu? Was hat sich geändert im Vergleich zu älteren Teilen von Assassin's Creed? Und vieles mehr. Bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen und ihr könnt gerne das Video euren Freunden teilen. Und wenn ihr manche Kapitel überspringen möchtet, schaut in die Videobeschreibung, dort habe ich die Kapitel hinterlegt. Aber als erstes würde ich mal sagen, für die Leute, die kein Assassin's Creed kennen, was ist Assassin's Creed? Kurz gesagt, Assassin's Creed ist ein Open-World-Action-Rollenspiel, wo es einen Konflikt gibt zwischen den Templars und den Assassinen und ihr seid natürlich die Assassinen, die Guten. Die Guten kämpfen natürlich gegen die Bösen, ist ja klar. Und im neuesten Teil von Assassin's Creed Valhalla sind die Assassinen Wikinger. Die Wikinger sind ja von Norwegen nach England gesegelt. Sprich, das Spiel lässt sich zeitlich im 9. Jahrhundert zuordnen. Hier habt ihr auch nochmal eine schöne Übersicht von ING, wo sich das Spiel einordnen lässt. Denn Assassin's Creed ist nicht chronologisch, sondern die haben immer, sag mal, unterschiedliche Zeiten. Und das ist eigentlich immer ganz interessant in diesen Spielen. Und in diesem Teil werden wir drei Charaktere haben. Diese drei Charaktere sind zweimal männlich und einmal weiblich. Und wir werden diese Charaktere auch in Echtzeit wechseln können. Das klingt eigentlich schon mal ziemlich interessant. Und ein kleiner Funfact nebenbei. Der neueste Teil ist jetzt mittlerweile der 12. Teil. Und erst in diesem Teil können Pferde schwimmen. Das klingt jetzt total lustig, Leute, aber Pferde konnten vorher nicht schwimmen. Wie lustig ist das denn? Aber kommen wir doch mal etwas zu wichtigeren Infos, nämlich die Karte bzw. Map. Gute Nachricht, Leute, soll die größte sein, die es jemals in Assassin's Creed gab. Odyssey war ja schon sehr, sehr groß, aber Valhalla soll nochmal größer sein. Und da bin ich mal sehr gespannt, Leute, denn die Maps von Assassin's Creed sind ja generell sehr, sehr gut designt. Und das wird eigentlich, glaube ich, ziemlich, ziemlich krass. Und das Gute ist ja, das Spiel ist in 4K, also ist auch was fürs Auge. Außerdem wird die Map hauptsächlich in England bzw. Norwegen stattfinden. Und wenn ihr den Season Pass habt, später auch in Frankreich, aber dafür komme ich nochmal später auf dem Video drauf zurück. Und auf der Map könnten wir eventuell, das ist jetzt spekulativ, King Arthur begegnen. Das ist nicht ganz bewiesen, aber was bestätigt ist, Leute, dass wir das Schwert von King Arthur finden können. Beziehungsweise sehen werden. Also das ist ganz interessant. Ihr wisst ja, das Schwert vom Stein. Und sind wir sehr gespannt drauf. Und außerdem, als kleiner Bonus, werden wir auch noch Asgard sehen. Asgard ist ja das Land, wo die Götter leben. Valhalla, zum Beispiel Odin oder Thor und ganz, ganz viele andere Gottheiten. Ihr kennt ja vielleicht die Filme. Wie die Leute, die Assassin's Creed schon kennen, ist es vergleichbar wie bei Odyssey mit Atlantis. Was sich jetzt hier auch noch geändert hat, Leute, es gibt ja wieder diese klassische Adlersicht. Das bedeutet, wir haben zwar immer noch unseren Begleiter, aber unser Begleiter, in diesem Fall der Rabe, kann nicht mal die Adlersicht sein, wie in Odyssey. Und die Adlersicht heißt natürlich jetzt hier nicht mehr Adlersicht, sondern Odinsicht. Ne, klar, Odin. Ihr wisst schon. Das sind die aktuellen Infos zu der Karte. Was jetzt kommt, ist tatsächlich neu. Es gibt kein Level-System mehr, also nicht mal das klassische Level-System 1 bis X halt. Das haben sie jetzt abgeschafft, sondern es gibt jetzt nur was wie Kraft. Und diese Kraft kann man halt verbessern. Und diese Kraft lässt sich in drei Bereiche unterteilen. Einmal Bär, Rabe und Wolf. Aber wie kann man diese Bereiche denn upgraden, verbessern? Naja, es gibt ja schon sowas wie XP-Punkte oder besondere Missionen. Und wenn man 1000 XP-Punkte oder eine ganz besondere Mission abgeschlossen hat, dann kann man so gesehen diese Bereiche upgraden. Diese Bereiche sind natürlich fokussiert auf spezielle Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten sind zum Beispiel, der Bär ist fokussiert auf Nahkampf, der Rabe ist fokussiert auf Schleichen und der Wolf ist fokussiert auf Fernkampf. Und man kann in Valhalla 8 ausrüstbare Fähigkeiten ausrüsten. Das bedeutet, man kann maximal 4 von Nahkampf ausrüsten und maximal 4 von Fernkampf ausrüsten. Und es gibt auch noch sowas, das nennt sich Sonderfähigkeiten. Und diese Sonderfähigkeiten kann man nicht durch Upgraden bekommen. Nein, diese Sonderfähigkeiten muss man finden. Und wie findet man die? Man muss so gesehen ein Buch finden, dann hat man diese neue Fähigkeit erlernt, aber man muss noch das zweite Buch finden. Denn durch das zweite Buch ist diese Fähigkeit verbessert bzw. erweitert. Und diese besonderen Fähigkeiten sind im Bereich Nahkampf und Fernkampf zu finden. Und das ist das
neue, besondere an den Level-Systemen, was es ja so gesehen kein Level-System mehr ist. Und jetzt, Leute, kommt was, was sich Leute von Black Flag vielleicht noch erinnern. Man kann sich jetzt in Valhalla auch wieder ein eigenes Versteck bauen. Und dieses Versteck baust du dir durch geplünderte Sachen. Also sprich, wenn du andere Leute überfällst, deren Ressourcen mitnimmst und dadurch kannst du dein eigenes Lager aufbauen. Und so wie das aussieht, kann man wohl in diesem Lager auch Sachen selber zusammenbauen oder beziehungsweise kleine Boote zusammenbauen, so wie es aussieht. Und das Lustige daran ist auch wiederum, man kann selbst überfallen werden. Das ist ziemlich lustig und eigentlich auch total realistisch, finde ich total super. Also sprich, muss man sein Versteck immer ganz gut im Auge behalten, damit man nicht selbst nicht überfallen wird. Bin ich mal auf jeden Fall mal sehr gespannt drauf, denn diese Funktion ist so gesehen schon länger nicht mehr da gewesen. Kommen wir mal zum nächsten ganz interessanten Punkt, nämlich Multiplayer. Valhalla wird genau das wieder bieten, was eigentlich auch total super ist, aber anders als ihr denkt. Denn der Multiplayer funktioniert ungefähr so: Ihr könnt wohl einen individuellen Begleiter erschaffen. Oder auch andere Spieler können eure Krieger ausleihen, wie auch immer das gehen soll. Beziehungsweise ihr kriegt auch Belohnung, wenn eure Söldner anderen Spieler helfen. Ne? Also sprich, ihr werdet belohnt, dadurch, dass eure Krieger halt jemanden helfen. Ist ja klar. Und ihr könnt auch eure eigene Armee mit den Kämpfen von anderen Spielern verbessern. Aber was genau jetzt dieses Multiplayer genau ist, wie das genau funktioniert, wissen wir eigentlich gar nicht, weil die Entwickler sich da eigentlich noch ziemlich bedeckt halten. Aber hier schon mal einen kleinen Vorgeschmack, was generell so der Multiplayer so bringen kann. Aber Leute, kommen wir jetzt mal zu einer ganz wichtigen Frage. Was ist, wenn ihr Assassin's Creed Valhalla für PS4 oder Xbox One kauft und euch später die Xbox Series X oder PS5 kaufen möchtet, aber das Spiel, geht das überhaupt noch? Ja Leute, das Spiel könnt ihr kostenlos upgraden, Smart Delivery mäßig. Das ist eigentlich ziemlich cool Leute, deswegen habe ich mir auch schon das Spiel für PS4 geholt und später für PS5 kann ich kostenlos upgraden, finde ich total super. Wäre das nicht so, hätte ich das Spiel glaube ich nicht für PS4 geholt, denn ich würde mir später die PS5 holen. Aber Leute, natürlich könnt ihr es nicht crossover machen. Ihr müsst schon auf den jeweiligen Plattformen bleiben, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, aber ansonsten sollte es kein Problem darstellen. So, da bleibt ja nur noch die Frage, was für Versionen gibt es von diesem Spiel? Was ist der Unterschied und was lohnt sich eigentlich? Naja, was natürlich klar ist, es gibt natürlich die Standard-Edition, denn in der Standard-Edition erhaltet ihr das Spiel dazu. Ist ja klar, aber es gibt auch natürlich auch noch die Gold-Edition. In der Gold-Edition habt ihr den Season Pass. Ich habe ja schon eben erwähnt, dass der Season Pass mit Frankreich zum Beispiel zu tun hat. Die werden ja im Laufe der Spielzeit natürlich neue DLCs hereinbringen, auch Map-Erweiterungen, neue Missionen und vieles mehr. Und das könnt ihr natürlich nur mit diesem Season Pass mitspielen. Aber wenn ihr nur das Standardspiel haben möchtet, liegt er bei ungefähr 60 Euro. Die Gold Edition liegt schon bei 99 Euro, wenn ihr den Season Pass mit dabei haben wollt. In der Gold-Edition gibt es auch noch eine Bonus-Mission. Für die Leute, die ein bisschen mehr Geld ausgeben wollen oder ein bisschen mehr haben möchten, gibt es natürlich auch die Ultimate Edition. Diese Ultimate Edition hat eigentlich genau das gleiche halt, was Gold hat, nur mehr In-Game-Stuff. Also In-Game-Stuff dazu. Das bedeutet, ihr habt das Berserker-Paket, ihr habt das Berserker-Siedlungspaket, ihr habt das Berserker-Landungsschiff und einen Satz Ruinen. Bei der Ultimate Edition liegt ihr dann schon bei 109 Euro, also 10 Euro mehr als die Gold Edition. Sprich, wenn ihr das Berserker-Paket haben möchtet, liegt er von 10er drauf, dann habt ihr es auch. Aber für die Leute, die sagen, nein, ich möchte mehr, ich möchte was Richtiges, Festes in meiner Hand haben, gibt es natürlich die Collector Edition. In der Collector Edition habt ihr natürlich deutlich mehr. Aber es kostet auch wiederum deutlich mehr, denn bei der Collector Edition liegt er bei 200 Euro. Ihr seht ja schon hier auf dem Bild, was ihr alles bekommt. Ihr bekommt eine 5 cm Wikinger-Statue männlich, das ist die hier. Ihr bekommt eine 30 cm Figur, in diesem Fall weiblich, das ist die hier, ist ja klar. Und außerdem bekommt ihr natürlich auch ein Echtzeitzertifikat, dass das Ganze hier auch echt ist, denn für Sammler ist es natürlich sehr, sehr wichtig. Ihr bekommt natürlich auch einen ausgewählten Sound-Spieltrack, also sprich, wenn ihr mal nicht schlafen könnt, schmeißt ihr einfach mal die CD rein, wo die Wikinger mitten im Kampf sind, wo es Todesschreie gibt, da kann man doch bestimmt super einschlafen. Außerdem gibt es natürlich auch noch einen Satz Fotos, also 3 Fotos, die bestimmt auch ganz schön aussehen. Und natürlich gibt es auch ein Steelbook. Eigentlich generell ziemlich cool. 200 Euro muss man wissen, ob man dafür bereit ist, sowas zu zahlen. Es gibt auch verschiedene Versionen von der Collector Edition. Also einmal, wo man diese Statue hier bekommt und einmal,
weil man diese Armwaffe bekommt, wo das Messer drin versteckt ist. Ihr könnt ja selbst überlegen, ob ihr dafür bereit seid, 200 Euro auszugeben, und ich kann es jetzt schon mal sagen, nein, ich bin's nicht. Ich habe mir die Ultimate Edition geholt, denn ich finde, der Unterschied zwischen der Gold und der Ultimate Edition ist jetzt nicht groß. Und 10 Euro Unterschied ist auch nicht groß, aber ich habe gesagt, kann man sich auch gleich die Ultimate Edition holen. Jetzt eine gute Nachricht an alle, die sich das Spiel vorbestellt haben als elektronisches Spiel. Ihr könnt euch das Spiel schon vorher runterladen. Auf dem PC kann man es wohl schon seit dem 6. herunterladen. Auf der PlayStation kann man es sich ab dem 8.11. runterladen. Und bei der Xbox wird es wahrscheinlich genauso sein wie bei der PlayStation. Sprich, sehr praktisch für die Leute, die wirklich eine schlechte Internetleitung haben und wirklich lange brauchen, sich das Spiel herunterzuladen. Denn das Spiel wird um die 50 GB groß sein. Und je nachdem, welche Internetleitung, dauert das eventuell sehr, sehr lange. Deswegen finde ich es eine sehr, sehr gute Sache. Und natürlich, Leute, ihr könnt es nicht schon spielen. Denn am Tag der Veröffentlichung werden wir ein Day One Update bekommen. Dieses Day One Update macht das Spiel erst spielfähig. Dieses Update wird auch nochmal 2,9 GB groß sein. Und erst wenn wir dieses Update haben, können wir das Spiel auch erst spielen. Und Leute, das Spiel ist ja generell 4K fähig, aber für die Leute, die jetzt keinen krassen 4K PC zu Hause haben, die können das natürlich auch in Full HD spielen. Aber was braucht ihr, um wenigstens das Spiel spielen zu können? Also das wirkliche Minimum, Leute, habe ich euch jetzt mal hier aufgelistet. Ihr braucht einen Prozessor zum Beispiel von AMD, den Razer 3200 mit 3,1 GHz oder den i5-4460 Prozessor mit 3,2 GHz. Ihr braucht außerdem 8 GB RAM. Ihr bräuchtet schon eine Grafikkarte, zum Beispiel von GeForce GTX 960 mit 4 GB Arbeitsspeicher. Ihr bräuchtet wenigstens 50 GB Speicher auf einer HDD. Aber Leute, meine Empfehlung, nehmt eine SSD und außerdem macht ein bisschen mehr Speicherplatz, falls ihr den Season Pass mit dabei habt. Denn später wollt ihr auch noch auch den Season Pass mit runterladen, und wenn ihr keinen Platz mehr habt, blöd. Ihr bräuchtet schon ein Windows 10 System mit 64-Bit und generell ist das auch schon soweit. Das Spiel wird wahrscheinlich auf diesem System ja, mehr oder weniger flüssig laufen. Aber Leute, wenn ihr das Spiel auf 4K spielen wollt, braucht ihr natürlich schon bessere Sachen. Also 4K, da bräuchtet ihr schon einen Prozessor von AMD, den Razer 7 mit 3700X mit 3,6 GHz oder den i9-9700 Prozessor mit 3,6 GHz. Ihr bräuchtet 16 GB RAM, ihr bräuchtet schon eine Grafikkarte, zum Beispiel die GeForce RTX 2080 mit 8 GB Speicher, eine SSD mit 50 GB, aber auch hier ein bisschen mehr, denn ihr wollt eventuell auch das Update mit runterladen und so weiter. Und natürlich wieder Windows 10, 64-Bit nur. Also 32-Bit-System wird hier gar nicht unterstützt. Generell wisst ihr jetzt, was ihr generell braucht, um dieses Spiel zu spielen. Und bei Xbox und PS4 ist es ja klar, ihr braucht nur die Xbox und PS4. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen über das Hardware-System. Aber Leute, jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ihr wisst jetzt generell alles Wichtige über Assassin's Creed Valhalla. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich euch bitten, das Video zu liken und zu teilen. Und wenn ihr mehr sehen wollt von Assassin's Creed Valhalla, abonniert mich und verpasst kein Video mehr über Assassin's Creed Valhalla. Aber ich bin jetzt mal raus, Leute. Bleibt gesund, euer Wombat. Ciao.